Frau Merkel hat klar gesagt, bleibt zu Hause, das Leben einschränken und keiner da. Das ist eine Torpedierung staatlicher Gewalt. Wir brauchen mehr Zwang. Und da sind einfach diese Metastudien von der WHO, dieser Weltgesundheitsorganisation, kontraproduktiv, dass möglicherweise das Coronavirus wesentlich weniger tödlich wäre, als bisher vermutet. Ja, so bekommen wir den Menschen nicht in den Griff. Wir brauchen einfach mehr Angst, um unsere Maßnahmen zu rechtfertigen. Und da muss man doch einfach mal sagen, das Grundgesetz ist hier gesundheitsschädlich. Die einzige Chance, dass wir auch das Virus Demonstrationen in den Griff bekommen, ist, dass wir hergehen und die Panik schüren. Denn das sehen wir ja, der Ungehorsam wird immer stärker. Das haben wir schon gesehen an den Demonstrationen gegen das Infektionsschutzgesetz in Berlin. Das ist staatsgefährdend. Wir müssen uns einfach umsehen, wie autoritäre Regime das hinbekommen, dass die Massen hinter ihnen stehen. Wir müssen uns fragen, wie der Iran das schafft, dass es keinen großen Aufstand gibt gegen Reglementierung und Staatsgewalt. Ja, aber die versprechen eben den Menschen 72 Jungfrauen im Jenseits. Aber das Jenseits ist für Deutsche gar nicht mehr relevant. Und 72 Jungfrauen im Diesseits, das kriegen wir von Regierungsseite so schnell gar nicht organisiert. Also wir müssen einfach schauen nach Möglichkeiten, wie wir die Menschen ablenken, damit sie nicht dauernd unsere staatlichen Verschwörungstheorien ins Wanken bringen, dass nämlich Corona tödlicher ist wie Pest und AIDS. Sonst werden wir den Bürger auf Dauer nicht Herr. Wir müssen einfach schauen, dass Corona uns hilft, über die Demokratie hinauszuwachsen.